Manchmal erleben wir diesen einen Moment, an dem wir zurückblicken. Wir blicken zurück auf die schönen Tage, wo wir geradlinig zu Fajr aufgestanden sind, die Moschee besucht haben, die Nähe unserer Geschwister gesucht haben, die Nähe Allahs begehrt haben. Doch dann schauen wir uns unsere Gegenwart an. Uns fällt auf, dass wir uns schrittweise verändert haben, ohne es zu merken. Es war ein Prozess, der uns nicht bewusst war. Wir haben uns mit alten Freunden getroffen, über ihre unislamischen Scherze gelacht, uns mit unislamischen Dingen beschäftigt. Und dabei haben wir geglaubt, wir haben alles unter Kontrolle. Und das Schlimmste daran ist, dass diese Veränderung zu einer grundlegenden Veränderung in uns geworden ist. Du hast deine Route aus den Augen verloren, nur weil du einmal, zweimal oder dreimal hingeschaut hast. Du hast dich von den falschen Dingen der Dunya täuschen lassen. Netflix, Spielkonsole und zu viel Arbeit. Zunächst hast du dir dabei nichts gedacht. Ich mache es für Allah. Ich habe eine gute Absicht. Und jetzt fühlst du dich weit entfernt von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Verlust deiner Verbindung zu Allah ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Erinnere dich daran, wie es sich anfühlte, schlafen zu gehen und sich an Allah ta'ala zu erinnern. Und aufzuwachen und an ihn zu denken. Du hattest deinen Charakter zu etwas geformt, das er liebt. Und erinnere dich an die innere Ruhe. Und heute befindet sich dein Herz an einem anderen Ort. Karriere, Glück, Freiheit, Spaß etc. Du folgst den Interessen eines anderen. Doch du möchtest zurück und weißt nicht wie. Frag denjenigen, der im Bauch eines Wals gefangen war. Frag ihn, wie er sich nach diesem Absturz gefühlt hat. Die Schuld, die Demut, die Sehnsucht zusammengefasst in einem Satz, was er immer wiederholte. Es gibt keine Gottheit außer dir. Erhaben bist du. In der Tat war ich einer der Übeltäter. Und was war die Antwort? Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns. Und wäre er nicht einer von denen gewesen, die Allah erhöht haben, wäre er bis zu dem Tag, an dem sie auferstehen, in seinem Bauch geblieben. So wurde der Prophet Yunus a.s. aus dem Wal gerettet. Er wurde gerettet, weil er sich an Allah subhanahu wa ta'ala wandte und Einsicht zeigte. Völlig egal, welchen Weg du gegangen bist, in welcher Illusion du steckst, es gibt immer einen Weg zurück. Wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah ist glücklicher über die Reue eines seiner Diener, als einer von ihnen, der sein Kamel finden würde, das sich mitten in der Wüste von ihnen entfernt hat. Deine Rückkehr zu den Tagen der Geradlinigkeit heißt Tauba. Tauba ist die Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist nicht immer einfach, nach einem Absturz wieder aufzustehen. Man fragt sich, ob man diese Geradlinigkeit jemals wiedererlangen kann. Die Frage ist nicht, ob du es schaffen wirst, sondern ob du es versuchen wirst. Auch ein Kind fällt, erlebt Rückschläge und steht immer wieder auf. Also gib nicht auf. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht erschaffen, um eine nutzlose Ergänzung dieser Welt zu sein. Du kannst etwas Besonderes sein. Etwas Besonderes für ihn subhanahu wa ta'ala. Vorausgesetzt, du zeigst Einsicht für deine Fehler und gibst nicht auf. Wenn andere geradlinig sind, kannst du es auch sein. Wenn andere Einsicht gezeigt haben, kannst du es auch. Sahaba, die den Gesandten sallallahu alaihi wasallam bekämpft haben, sie waren am Rande einer Feuergrube, doch sie sind zu geradlinigen Gefährten geworden, weil sie Einsicht gezeigt haben. Und erst dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen in Richtung Jannah gewendet. Warum werden wir vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in so vielen Hadith daran erinnert, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Diener liebt, der zurückkehrt, der Einsicht zeigt? Warum wird uns gesagt, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala entgegenkommen, kommt er uns entgegengelaufen? Es soll uns daran erinnern, dass Allah möchte, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, sondern diesen ersten Schritt machen, obwohl der erste Schritt manchmal der schwierigste sein kann. Wenn du das Gebet vernachlässigt hast, seit Jahren nicht mehr für Fajr aufgewacht bist, dann stelle dir heute 5 Erinnerungen ein. Mach eine aufrichtige Dua zu Allah, bevor du schlafen gehst. Mach es immer und immer wieder. Wenn du den Islam vernachlässigt hast, dann suche die Nähe zu den Muslimen, von denen du was lernen kannst. Glaubst du nicht, dass sie sich freuen werden?
Doch, natürlich. Und Allah, der Erhabene, wird sich erst recht über unsere Einsicht freuen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Einsichtigen gehören lassen und uns recht leiten. Allahumma.